Hallo, Liebling. Wir haben schon auf dich gewartet. Wir haben alles vorbereitet. Ich hoffe, du hast Hunger mitgebracht und ein paar Sorgen, damit wir dich richtig verwöhnen können. Vorsicht, heiß! Guten Abend, Benice. Bist du noch nicht müde? Nein, nein, sie ist noch nicht müde. Jetzt wollen wir erst mal schön zusammen essen. Benice, wie war dein Tag? Gut. Auf uns drei. Ja. Hör mal, was hier steht. Das Kind ist vollkommen isoliert, ständig bedroht und unablässig auf der Flucht vor den Attacken des Missbrauchers. Meistens droht er damit, dass was ganz Schreckliches passiert, wenn es rauskommt. Also, dass sich die Mutter zum Beispiel umbringt oder so. Er bürdet dem Kind die Verantwortung für das Glück der Familie auf. Und das Kind akzeptiert diese Verantwortung, weil es die Familie braucht. Aus Selbstschutz schützt das Opfer den Täter. Das ist Wahnsinn. Wen sollte Benice so schützen? Ist ja der Hammer. Was denn? Die meisten Missbraucher, statistisch gesehen, sind Männer, die geschiedene Frauen mit Kindern heiraten. Die vom BKA nennen das Beschaffungskriminalität. Na komm, Süße. Probier doch mal. Ist wirklich lecker. Ich geh schon. Ja? Tut mir leid, wenn ich gerade störe, aber ich muss mit dir reden. Na, du wagst es noch, hierher zu kommen? Nun, mach aber mal einen Punkt. Ich werde auf die ungeheuerlichste Weise angeschuldigt. Ich werde nicht mal gefragt. Du hast dich nicht einmal mit mir in Verbindung gesetzt. Selbst ein Angeklagter in einem Strafprozess hat Anspruch auf Gehör. Du kriegst deinen Prozess. Wenn du schon so sicher bist, dass Benice missbraucht wird, dann muss dir doch auch klar sein, dass jeder verdächtig ist. Du solltest mal darüber nachdenken, ob dein jetziger Freund nicht auch in Frage käme. Er hat sie heute nicht zum Klavierunterricht gebracht. Jetzt reicht's mir aber, ja? Also erstens bin ich vollkommen sicher, Benice hat es mir schließlich selbst gesagt. Und zweitens ist es ja wohl eine Unverfrorenheit, jetzt auf so dumme Weise Josh zu bezichtigen. Da bist du leider im Irrtum, mein Lieber. Josh ist nämlich im Gegensatz zu dir ein vollkommen anständiger und sensibler Mensch. Und nicht so ein Schwein wie du. Benice, ich möchte, dass du morgen nach der Schule mit mir zusammen zur Polizei gehst. Und denen da sagst, was du uns gesagt hast. Auch die Sache mit dem Slip. Du hast ihn ja ausgewaschen, aber du wirst dich ja vielleicht noch erinnern, dass da ein großer Spermafleck drin war. Benice. Claudia, ich bitte dich. Lass das Kind mal in Ruhe. Es ist 9:45. Sie hat einen schweren Tag gehabt. Ich etwa nicht, ja? Da kommt Mami.
Was sagst du? Der hat mich ja gezwungen. Wer hat dich gezwungen? Josh. Wozu zwingt er dich? Zum Sexen. Du meinst, er kommt morgens ins Bad und Grab steht zwischen den Beinen? Das hat er bei mir auch gemacht. Deswegen bin ich ausgezogen. Macht er etwa noch mehr mit dir? Ja. Er sagt, dass ich gut bin, weil ich weiß, was ihm Spaß macht. Du meinst, das Schwein vögelt dich? Ja. Das mit dem Auge, das war auch Josh? Weil ich abgehauen bin. Zu dir und Papa. Ich musste der Mama und allen erzählen, dass ich mit dem Kopf auf das Treppengeländer gefahren bin. Wir müssen das Papa erzählen. Sag das bloß nicht Papa. Der wird sofort Mama anrufen. Und die springt vom Balkon. Wie kommst du denn da drauf? Sagt der Josh, er weiß das. Er weiß alles. Er hat eine Pistole und dann bringt er sich auch um. Aber erst Mama. Oder erst sich. Ich weiß es nicht. Jedenfalls bin ich schuld. Ich muss gehen. Mama wartet. Wer bist du hier? Was wollte denn dein Vater vorhin auf dem Schulhof von dir? Nichts.